Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Update Video. Heute ist der 24. Juni und heute sind meine Update News etwas später dran, weil ich heute etwas zu tun hatte und nicht früher konnte. Und ja, heute ist auf jeden Fall Farah gekommen, mit der wir eine kleine Quest haben, wo sie Hilfe braucht bei ihrem Shop. Und ja, sobald ihr mit Farah geredet habt, könnt ihr nach Weldon mit ihr gehen und dann erzählt sie euch, was sie so braucht. Und ihr könnt Sachen kreieren anscheinend und dafür müsst ihr einfach ein paar Sachen sammeln, die auf Jorvik verstreut sind. Und ja, die Klamotten von Farah, die Druidenklamotten, könnt ihr immer noch finden und das befindet sich in Waledale in der Nähe von Elisabeths Haus. Und ja, im Bonus-Shop könnt ihr diese Handschuhe finden, die zum restigen Outfit zugehören. Das ist gratis ab Spieler 8, also Spieler Level 18 und hat 4 auf Reiten, 4 Befehl, 1 Pflege, also top für Championate. Und es sieht sogar auch, ja, hübsch aus. Und das ist gratis und das findet ihr im Bonus-Shop in Moorland. Dafür müsst ihr Lifetime Star Rider sein. Beim Shop könnt ihr auch sofort die Sachen kaufen und auch wenn ihr nicht die Quest mit Farah gemacht habt. Und ja, es gibt leider keine neuen Sachen. Aber vielleicht könnt ihr ja ein paar kreieren und ja, selber. Im Global Shop findet ihr auch neue Sachen und die sehen eigentlich mega knuffig aus. Ja gut, ich habe jetzt ein altes Modell, aber wow, das sind die neuen Schabracken, also die neuen Schabracken im neuen Stil und neue Farben. Die sind alle chumpy-blau, außer diese gelbe und dazu auch die dazugehörigen Gamaschen. Das war's, meine Lieben. Leider ist nichts weiter dazugekommen und ja, Ausblick für nächste Woche ist, dass die liebe Mika Stoneground wieder zurückkommt mit ihrem Wolkenreich und uns werden auch die alten Jorvikschen Urpferde besuchen, wo wir sie auch wieder kaufen werden. Und sehr wahrscheinlich werde ich mir natürlich 2 davon kaufen, weil ich mir die schon länger kaufen wollte. Und dann kam plötzlich die Nachricht, dass die nie wieder in Jorvik kommen werden und ich so, no! Also ich hoffe, es sind die Shire-Modelle, aber ich hoffe das, weil sonst habe ich die anderen ja schon und ja. Also ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Update und ich entschuldige mich, dass sie so spät gekommen sind, meine News. Und ja, ich würde mal sagen, viel Spaß mit dem Update und bis zum nächsten Mal. Tschüss!